seit, glaube ich, ungefähr 6 Monaten aktiv CSGO. Genau. Und ich hoffe, dass ich es halbwegs ordentlich mache. Aber hier geht's los mit der zweiten Map. De Inferno Astralis gegen Big. Big, wie gesagt, konnte die erste Map schon mal gewinnen. Die Weiß sucht jetzt Duell gegen die falsche Mitte. Kann aber keinen finden. Und Big baut mit 4 Leuten falsche Mitte auf. Bombe geht Richtung Haus. Wir sehen es eben. Es sieht nach einem Straight-Up-Execute aus. Legia sucht schon den Fixpunkt für die Smoke. Und mal schauen. Es sieht eher nach einem kompletten Action-Go aus. Aktuell kein Spieler über Haus. Die Smokes fliegen jetzt. Und man geht sogar langsam Action vor. Die Smoke, um eben spitz gesehen zu werden. Jetzt die Flash und der Molotov. Jetzt kommt der Go. Sipnix wurde hier gut weggeflasht. Kiaba kann den ersten holen. Oh, und Sipnix macht da 2 schöne Shots. Kiaba mit dem nächsten und Sipnix, der macht die Runde safe mit dem Triple Kill. Lässt hier nichts anbrennen. Schöner Versuch von Big, sich da schön vorzuarbeiten. Wie gesagt, eben die Smoke, glaube ich, war sogar von Big geworfen. Also eben diese Smoke war insofern gut, dass man hier leise vorschleichen kann und dann eben explosiv zum einen sicher den Molly werfen kann, die Flashes werfen kann und dann eben sehr, sehr schnell auf dem Eis explodieren kann. Aber Sipnix eben sehr stark gegengeaimt. Oh, next, next, next. Hat hier ein paar heiße Füße. Die Anzeige ist doch nicht verbuggt, oder? Also ich kann mal kurz Escape drücken, aber müsste doch alles eigentlich gut aussehen. So, Big wird hier eventuell gleich explosiv Bären spielen. Es ist nichts gespottet worden. Und jetzt vielleicht der Bego. Man hat hier eine Smoke und 2 Flashes. Und Sipnix will die Posi offensiv halten. Wird hier gut gebettet von mir. Jetzt kommt der Push. Und Sipnix muss offensiv gehen. Gleich noch als Backup da. Und schon 3 Spieler von Astralis Richtung B. Die Weiß kann den ersten holen. Lave kann erstmal gar keinen holen, aber Sipnix holt den nächsten. Sipnix mit dem zweiten. Die Weiß noch von der Seite. Kann hier Gop holen. Und letzter Mann Legia. Und schöner Spraydown von die Weiß. Der holt sich auch das 3K. Summe 2 zu 0. Und Big wird eine Full Echo einlegen. Und dann geht's wieder los. Auch schön geschoben von Astralis, haben eben sehr früh gemerkt, dass es hier ein B-Execute werden wird. Insofern dann früh geschoben und man konnte eben zu dritt am B sein. Jetzt gibt es hier eine kleine Vernichtung in der falschen Mitte, lassen hier nichts anbrennen. So, 3 zu 0 und jetzt die erste Equip Round für Big. Und wir sehen es, Legia entscheidet sich hier in die Galil zu spielen, dafür eben hat er alle Nades safe. Also die Weiß will hier erstmal Kerber ein bisschen ein kleines Handicap geben. Kerber sagt sich, das Spiel ist zu einfach. Und Kerber pusht ja komplett durch. Kerber mit einer sehr guten Posi. Aber da kommt eben noch Legia und Legia dürften gleich sehen. Und guter Move von Liga. Da hier abzuchecken, Tapsen mit dem Frag gegen die Weiß. 2 Frags auf A gefallen. Da ist Dupree noch alleine, auch der ist so gespottet worden. Und Liga will das Duell eingehen. Und Liga macht da viel Schaden. Und jetzt eben Dupree gefangen. Denn Tapsen hat ja schon zugemacht. Liga, Dupree pusht nach vorne weg. Hat hier ganz knapp Gop verpasst. Bombe muss noch geholt werden. Und jetzt vielleicht die Gefahr, dass Next in Dupree rein. Auf der Dupree hat ja kein gutes Timing. Da steht Gop und Gop. Boah, der macht nochmal den Headshot. Überlebt ihn mit 10 AP. Letzter Mann Glaive. Der ist zwar schon auf A geschoben. Aber den macht auch noch Gop. Somit die erste Runde für Big. Und ihr erste Equip Round. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Eben auch eine sehr gewagte Posi von Kerbei. Der ist ja sehr früh vorgepusht. Aber eben war ungedeckt zum Teppichgang. Mehr oder weniger. Von der T-Seite aus. Hat wohl gedacht, dass nicht ein T-Spieler nochmal so spät den langen Weg gehen wird.
Und wurde dann dafür eben bestraft. So, Astral ist nochmal genug Geld. Next wird jetzt eine Banane abgestellt. Hier kommt hier ein Molly von seinem Mate nochmal, aber Next bleibt defensiv. Jetzt kommt die Flash und Next zieht hier rum. Jetzt hier vielleicht... Oh, der Shot war sehr knapp daneben. Wird jetzt aber geflasht. Und jetzt Zipnix hier leicht gefangen. Komm hier nochmal weg. Gleich versucht Backup zu gehen. Zipnix in der defensiven Smoke. Und sehr viele Equipment, das hier verschmissen wird von beiden Seiten. Also Astralis will die Kontrolle nicht abgeben über Nani. Und erst jetzt gehen sie defensiv. Was werden sie spielen? Sie spielen vielleicht einen Boost? Ne, gar keinen Boost. Man schiebt ja schon mal gleich vom B weg. Ein guter Read von Astralis. Hier den B-Spieler allein zu lassen. Man baut hier nochmal A auf. Ups, und da gibt es gleich ein Argo von Big. Eventuell nochmal ein kompletter Go über Action. Wieder die tiefe Smoke, um ihm vorzuschleichen. Und jetzt geht's diesmal auf. Kia bei mit der Flash bereit. Flash sitzt gut, Molotov sitzt gut. Kief kann den Dupi nicht holen. Dafür jetzt Next und Tapsen. Aber Kia bei Außenpit macht den Frag. Zipnix von der Seite. Und letzter Tapsen mit 7 HP. Hat er keine Möglichkeit. Ja, und dieser Argo scheint nicht gut zu klappen, denn wir sehen schon, Astralis ist drauf vorbereitet. Kia bei macht einen sehr guten Job vom Pit aus. Hat die Flash angezogen, aimt gar nicht rein. Macht eben noch, also zieht nochmal gleich die Smoke an. Und ist eben vollkommen drauf vorbereitet. Das Ding ist einfach, dass Big sich durch diese eine Smoke sehr früh ankündigt. Denn wenn sie diese Smoke schmeißen, dann weiß Kerber hier in der Posi, okay, ich muss gar nicht reinziehen. Ich warte, sobald der Molotov fliegt, schmeiße ich hier eine Flash gegen, ziehe eine Smoke an, smoke mir selber nochmal zu, kann die Posi halten und dann eben mit einer guten Flash rumziehen. Und insofern einfach etwas zu offensichtlich der Go von Big. Jetzt nochmal ein Forstball die Mitte hoch. Und da kann Dupree gut reinnaschen mit dem 4K. Somit 5:1. Und wieder kein guter Start für Big. Aber ich meine, es ist die T-Seite. Und es werden noch einige Runden gespielt. Also ganz geschmeidig bleiben. Big hat auch vorher noch geschafft, mit 4 Runden in die Overtime zu kommen. Also alle ganz entspannt. Einfach noch 3-4 Runden holen. Damit kann man arbeiten. Und einfach nicht aufgeben. Kleiner B-Move von Zipnix und Device. Die spielen eben sehr gerne hier offensiv in die Banane an. Also bisher, Astralis eben sehr, sehr starke Kontrolle über die Banane. Haben die Banane eigentlich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Haben dadurch eben sehr viele Infos. Oh, Gob hat er gut gepre-aimed. Aber die Weiß wird ja vielleicht fast schon zu viel. Jetzt defensiv und auch Zipnix noch da als Backup. Oh, der Bang sitzt gut in die Zipnix. Kann er durchdrücken. Holt den ersten, holt den zweiten und holt den dritten. Einfaches Spiel von ihm. Somit 6:1 und Big jetzt mit der nächsten Equip Round. Man hat bisher sehr A-lastig angespielt. Hat er versucht, in den Echo-Runden und den Force Bice Bären zu spielen. Und in den Equip Rounds eben meistens den A angespielt. Und wieder baut man Richtung A auf. Man nimmt doch mal Haus ein. Die Weiß mittlerweile ganz alleine am B. Und da vielleicht der Fehler bei Big, dass sie einfach die Banane nicht gegenhalten. Astralis viel zu viel Raum lassen und man jetzt mit 4 Leuten wieder A steht und Big. Sie bauen sich ja von Argo auf, diesmal aber nicht diese eine Smoke, die sie früh ankündigt. Aber jetzt Action Go. Sie lassen sich immer noch viel Zeit.
Und jetzt geht's Richtung B. Da steht immer noch die AWP. Oh, Glaive kann gut jetzt durch die Smoke setzen. Also B nur ganz kurz. Wir sehen es in die Rotation, wenn wir ganz kurz die Map aufmachen. Einen kurzen Blick werfen. Wir sehen, ganz kurz Brande was geschmissen, die Flash geschmissen. Dadurch Glaive rotiert Richtung B. Und jetzt nochmal der Argo. Next hier schon vorne Haus. Jetzt kommt eine gute Flash. Und wird rausgepusht. Dupree ist ja nicht blind. Was kann Dupree holen? Banks hier rein. Kann er so keinen zweiten holen? Muss hier gar nicht aim, nur durchdrücken. Next auf dem Spot schon safe. Aber die Zeit läuft gegen sie. 15 Sekunden auf der Uhr. Dupree ist ja bekannt. Hier habe ich auch noch einen Pit. Bombe down. Dupree mit dem nächsten. Letzter war noch Next auf dem Spot. Wird hier nicht allzu viel machen können. Kann zwar noch einen holen, aber Kiabai mit dem Trade Kill. Somit 7:1. Und es sieht nicht gut aus für Big. Sie kommen einfach nicht auf dem A-Spot drauf. Obwohl man eben diesmal zwar nicht Banane einnimmt, aber eben, glaube ich, Gob war es, der hier einmal nochmal tief geflasht hat. Dadurch der B-Spieler mit der AWP, ich glaube, die weiß, ein bisschen defensiver gehen musste und Glaive eben geschoben ist. Hat sich ganz gereicht, denn Dupree am Haus ist da zu stark. Jetzt der B-Go, aber Zip nix mit 2. Tapsen noch mit dem Self-Kill. Der will ja nicht in die Waffen reinlaufen von Zipnix. Let's 0 noch Device, somit 8:1. Und mittlerweile darf sich hier Big Sorgen machen. Und nochmal, wieder offensiv Richtung B. Und keiner aimt hier wieder B ab. Und wir sehen, sie weiß, kann hier wieder sehr viel Info holen. Jetzt lieber schnell die Mitte hoch. Gob verliert Duell gegen Glaive. Dafür taps mit dem Kill. Oh, und Dupree mit dem nächsten. Jetzt auch letzter Kief. Und Next. Die wollen hier Vollgas geben. Von hinten auch schon zugemacht worden. Kief kann den Kill nicht setzen. Wird hier weggemalt. Dann ist noch P bei ihm noch. Und da kommt die Weiß von hinten. Und jetzt letzter Mann. Next. Und es sieht nicht gut aus für Big. Sie werden von allen Seiten weggepusht. Und Astralis hier macht mit Mega-Eiern. Wieder offensiv die Banane runtergepusht. Die Bars kann gleich ansagen. Und auch die Mates auf dem Arm machen einen guten Job. Und jetzt kommt die Pause von Big. Vielleicht ein bisschen zu spät. Wir sehen einfach, dass Astralis, wie gesagt, immer sehr viel Kontrolle hat in der Banane. Und auch in der Runde. Device pusht hier gleich vor. Klar, fliegt da ein Molotov, aber er geht durch den Molotov durch. Pusht Banane weg, kann ansagen, Leute, die kommen A. Kann von hinten nochmal zumachen. Man kann schnell rotieren. Und eben auch am A. Der Hold ist eben sehr gut von Astralis. Spielen da sehr gut zusammen, haben da ganz gute Posis. Einer steht Anti-Flash. Einer aimt rein. Und man spielt hier sehr, sehr schön zusammen. 9:1. Die weiß diesmal offensiv Richtung A. Hat einen guten Spawn gehabt Richtung A. Und er pusht in die falsche Mitte rein. Wird hier vielleicht... Oh, schießt er knapp daneben. Jetzt war vielleicht die Info, dass die AWP eher Richtung A steht. Und wieder B durchgepusht. Zippt nix. Kann hier Kiefer wischen. Und hier gar keinen Fokus von Big. Wieder der gleiche Fehler. Kein Fokus Richtung B. Sie geben Astralis hier den ganzen Raum. Und die können machen, was sie wollen. Kiabai in der Zwischenzeit mit dem Fracking tapsen. Dafür lege ich schon aus dem Haus draußen. Und damit rechnen, Dupree kann ja Next holen. Lege immer noch im Pit. Aber ich glaube, Kiabai hat es hier auf dem Schirm. Oh, ein schöner Flick von Kiabai. Kann Lega rausnehmen. Letzter Gob kann auch einen holen. Aber von hinten schon siebten Nächster. Und er dürfte den Kill machen. So 10:1. Und Big. Ja. Die scheinen einfach kein Mittel gegen dieses offensive Spiel von Astralis zu finden. Aber wie gesagt, mich wundert es ein bisschen, dass Big einfach nicht umstellt und zumindest mal zu Beginn einfach etwas stärker Bären spielt und Astralis einfach so viel Kontrolle über die Banane gibt und dadurch einfach schon so viele Runden hergegeben hat.
So, Big baut doch mal Richtung auf. Und wir sehen es eben wieder. Komplette Bananenkontrolle. Die Weiß kann dir früh ansagen. Und die Weiß ahnt schon den Gegenflash. Kann dir wieder sagen, Banane kommt nix. Du musst gar nicht schieben. Glaive sagt sie, okay, ich muss auch nicht schieben. Da ist nichts Banane. Wir können kompletten Fokus Richtung A haben. Und die Weiß, der will sogar die Frags haben. Der pusht hier vor. Könnte vielleicht von Keith bestraft werden. Den Keith dürfte ich sogar up-aim. Aber Keith hat ihn gerade noch verpasst. Und kann den Kill nicht setzen. Keith! Oh, da fehlt... Nein, nein, macht nicht die Weiß! Macht den No-Scope. Next kannst du noch einen holen. Oh, man geht immer auf B drauf. Our Rotation ist schon da. Und Gott, hier ein bisschen zu spät. Und drei Spieler von Astralis sind hier am B. Was kann Gob da noch holen? Aber wird nichts. Pusht hier durch. Macht die letzten beiden. Somit 11 zu 1. Und Kiefer zweifelt da halb. Kann den Kill nicht setzen. Und packt das Messer aus. Ja, wie schon gesagt, meine Befürchtung ist so mehr oder weniger eingetreten. Also Big hat hier ein bisschen den Fokus verloren, nachdem ihm die erste Map wirklich ihn sie einfach sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Einfach mental dieser Fokus in der Overtime, nochmal alles zu geben, sich zurückzukämpfen. Also wer selber so ein bisschen mal semi-seriös gespielt hat, der weiß, wie anstrengend sowas sein kann und wie, vor allem wie viel Kraft sowas einem einfach ziehen kann. Die kann hier Tapsen holen, dafür Legia mit dem Trade Kill von vor. Man hat noch eine Minute. Glaive diesmal der Spieler Richtung Banane. Und auch der wieder pusht hier wieder Mitte runter. Und keiner, der hier abdeckt. Und Big baut sich zum 20. Mal für die Mitte auf. Da steht Kiabai und Kiabai kann hier Gob nicht finden. Kiabai mit beiden Kills. Kiabai will den dritten finden oder macht ihn nicht. Den macht Max. Jetzt noch 2 und 3. Und sie hätten noch Zeit, B zu gehen. Glaive nämlich nicht durchgepusht. Der ist Richtung A geschoben über den Bogen. Jetzt merkt er vielleicht langsam, dass der B auf ist. Also vielleicht die zweite Runde für Big. Die Weiß, der verschießt ja gegen Max, aber packt ja WP aus und die sitzt. Jetzt letzter Keith. Der ist zwar lang durch, aber die Bombe, die ist down. Und er hat nicht allzu viel Zeit. Er geht safe. Ja, also Astralis natürlich. Aber er kann ja WP nicht mal saven. Und er stirbt nach der Zeit. Oh, die. Es will einfach aktuell nicht laufen für Big. Keith, der ist ja komplett pleite. Der ist obdachlos. Gar nichts gibt's für ihn. Nicht mal hier Hilfe. Nicht mal die paar $1000 vom Start. Er muss hier mit $100 über die Runden kommen. Und bekommt hier noch eine P250 gelegt. Und mehr gibt's hier nicht. Man nimmt wieder Haus ein und wieder keiner der B abdeckt. Next wieder kompletten Fokus Richtung Mitte. Und wir sehen es. Und schon wieder. Glaive pusht Mitte Banane runter. Und wenn Next diesmal stirbt, dann flipp ich aus. Es geht die Mitte hoch. Die Weiß spielt die Smoke perfekt aus. Kann Liga wegnehmen. Kann Key wegnehmen. Jetzt kommt B mit dem Trade Kill. Glaive will aber nicht pushen. Mittlerweile weiß er, dass eventuell einer nach hinten abaimen könnte. Auch wenn es hier nicht der Fall ist. Und Big will den Kontakt überlangen. Da steht Kier bei. Jetzt haben die vielleicht ganz gutes Timing. Denn aktuell zieht ja gar keiner Bogen rum. Jetzt steht Kier bei bereit. Dürfte hier gleich einen Kontakt haben. Bekommt hier aber keine Flash reingeworfen. Es kommt die Smoke. Wir sind ja die Smoke. Oh, und sehr gut gemacht von Next. Der zieht ja rum. A wird eingenommen. 3 Sekunden noch. 2 und 3 im Haus, glaube ich, ist der Spieler bekannt. Da steht Dupree. Der will nur die Info sammeln. Wird auf seine Mates hier warten. Und die kommen jetzt. Glaive über die Action. Und Zipnex über die Library.
Flash Richtung Spot. Und jetzt der Retake. Beide Spieler am Spot gefangen. Next. Kannst du ja nicht gewinnen. Gob kann reinholen. Gob vielleicht mit dem zweiten, aber es reicht nicht. Den macht Dupree. Somit 13:1. Und Big. Sie gehen einfach auf der, auf der zweiten Map unter. Da habe ich vor lauter Frust nochmal meinen Mic komplett weggehauen. Was ich eben sagen wollte, da man auch gesagt hat, klar, hat auch Astralis die, die Overtime gespielt, aber ich kann es nicht so wirklich erklären. Aber ich finde meistens, wenn man selber, also wenn man selber eine Overtime spielt und die dann verliert, dann finde ich es irgendwie viel einfacher, in der zweiten Map so ein bisschen befreiter aufzuspielen. Und ich finde es eigentlich dann eher sehr belastend, als gewonnenes Team die zweite Map zu starten. Ich kann es nicht wirklich erklären, wieso es so ist. Aber Big scheint ja mittlerweile zuzuhören. Und jetzt der B-Tech. Boah, und die weiß mit dem Bang durch die Wand durch. Gob wollte nur die Info haben und den Shot rausbaiten. Und den Shot, den hat er jetzt auch bekommen. Oh, die weiß lebt hier gefährlich. Aber hat noch Sipnix als Backup. Und ich glaube, Sipnix mit einer Posi hier im Pool offensiv. Dupree mit 2 Kills Richtung A. Und jetzt auch die letzten beiden Spieler. Dupree mit dem nächsten. Kann auch Kief holen. Und er sieht nicht gut aus. Und na, wer kriegt den letzten? Wer will sich ja noch Next schnappen? Und dem Elend ein Ende setzen. 14:1. Und nach einer starken ersten Map sieht es leider nicht gut aus. Auf Map Nummer 2. Also ich meine, Big hat ja schon mal geschafft, das Comeback vom 11:4. Also vielleicht wollte man nur Big sagen, wisst ihr was? Das Comeback vom 11:4 war ein bisschen zu einfach. Diesmal wollen wir es einen Ticken härter haben. Und wollen mit dem 14:1 in die Overtime kommen. Aber ich meine, also Big kann sich echt zufrieden geben. Weil ich denke mal, also ihr Ziel war es wahrscheinlich, dass sie einfach eine Map holen und mit einer Map zufrieden sein können. Den gegen gerade Astralis, was eher noch eins von den besseren Teams ist in der Season, dürfte man eben insofern dann zufrieden sein, überhaupt einen Punkt noch rauszuholen. Also im Anschluss gibt es noch gleich noch den Face. Also auch da drauf bin ich ziemlich gespannt. Face aktuell so am Höhepunkt, würde ich sagen. Aber auch North in letzter Zeit eben sehr stark aufgespielt. Und ich glaube, es wird eine harte Nuss zu knacken sein.
Aber erstmal geht's hier weiter mit der zweiten Map, Bigging Astralis. Und da geht's gleich die Mitte runter und Gob heizt hier durch. Kann ich vielleicht gleich Zipnix finden, aber Zipnix findet hier Gob. Jetzt noch der Banane-Push. Legia kann Nummer 1 holen, kann noch mehr holen. Jetzt gehen sie defensiv. Aber Astralis gibt ja weiterhin Vollgas. Sie wollen die Banane um jeden Preis taken. Legia mit dem nächsten Shot. Legia mit Nummer 3. Legia vielleicht mit dem vierten. Und Legia macht den Quad-Kill. Der ist hier komplett heiß geworden. Und ich sag's ja, Big will's auch nur spannend machen. Jetzt Supreme im 1-on-3. Sie können's nochmal hergeben. Supreme jetzt 1-on-2. Kann Legia hier acen. Und Legia macht's mit dem Ace. Easy peasy für ihn. Ich hab's doch gesagt, Jungs. Big will's einfach nur spannend machen. Elf zu 4 und Overtime schaffen. Kein Ding. 14 zu 1. Und in die Overtime kommen. Challenge accepted. Und Big gibt hier weiter Vollgas. Kein Respekt vor Astralis. Sie pushen hier komplett die Mitte runter. Nehmen hier einfach die Banane auch komplett ein und geben nur die falsche mit den Astralis-Spielern. Aber jetzt Keith will dann ein bisschen zu viel über die Smoke schauen. Wird jetzt weggeholt. Astralis eben hat hier gar keine Kontrolle über die Mitte. Sie wissen nicht genau, wo schon überall ein Big-Spieler stehen könnte. Dementsprechend müssen die langsam wieder die Mitte einnehmen. Wir sehen es eben auf der Map, dass sie den Bereich wieder eingenommen haben. Und jetzt vielleicht Richtung B gehen. Da gibt es eine kleine Joker-Posi von Tapsen. Und Lege soll eigentlich sogar nur baiten, aber Lege mit 2 Kills und Tapsen pusht hinterher. Und Tapsen, der könnte ja gleich rein naschen. Oh, wir kommen einen Headshot. Und Kiaba kann den Kill setzen. Und jetzt noch Gob im Haus fällt. Aber Gob macht den wichtigen Kill gegen Dupree. Denn somit ist erstmal noch A safe. Und jetzt Next mit dem nächsten Duell. Hatten hier gesehen. Aber auch Zipnix hatten gesehen. Oh, Next macht den Kill. Bekommt jetzt zwar einen Headshot. Aber hat einen Helm gehabt. Hier aber jetzt noch hier Haus raus. Wird versuchen, die Bombe zu legen. Aber Gob hat den Fokus Richtung Haus. Der ahnt's ja schon. Somit die dritte Runde. Astralis wird hier eine Full Echo einlegen. Und dann geht das Geschwitze los. Eine Runde darf man abgeben. Man darf sich hier einen Fehler erlauben. Ansonsten nichts. Ja, und Astralis, wir merken schon, sie haben hier großen Respekt erstmal nach der letzten Runde. Also erstmal kurz in die Küche. Nochmal einen Kaffeeklatsch machen hier. Jawohl, noch ein paar Eier gemacht, Kaffee aufgesetzt. Mal kurz besprechen, was gibt's, Jungs. Ja, nächste Runde. Bego, ja, lass Bego machen. Ja, auch nicht schlecht. Ich fäng noch Mitte an. Da kommt Dupree nochmal, erzählt eine nette Geschichte. Also genug Proteine gesammelt. Und jetzt geht's los in den Tod. Richtung B, da stehen Legia und Tapsen. Tapsen mit den ersten beiden, Tapsen mit Nummer 3. Tapsen will noch einen letzten haben und den bekommt er auch. Also schießt sich ja schön warm mit dem 4K, somit 14 zu 4. Und jetzt wird's ernst. Keith jetzt an der AWP. Keith bisher nicht das beste Spiel von ihm. Zwei ganze Frags in 18 gespielten Runden. Da muss jetzt mehr kommen.
Triple Stack am B. Gott B kann ersten Kill hier finden. Gott B mit einem offensiven Move. Kommst du sogar mit zwei Frags im Haus? Och, sehr gewagt, muss ich sagen, von Gob. Obwohl seine Mates zu dritt hier den B stacken, geht er trotzdem hausoffensiv. Man geht mit der Bombe Richtung Mitte hoch. Man hat einzeln noch B abgestellt. Und auch der B-Spieler, der schiebt. Ne, bleibt noch mal B stehen. Also vielleicht nur ein kleiner A-Fake, hier ein bisschen Stress machen. Oh, Kief kann den nächsten holen. Die weiß alleine am B. Kierbei soll noch ein bisschen A anfaken. Und dann wahrscheinlich wird er Richtung B gehen zu seinem Mate. Aber Kief kann ja Kierbei holen. So, also das war die weiß. Und Tapsen zieht ja rum. Lässt ja nichts anbrennen. Der hat sich auch warm geschossen. Somit 14 zu 5. Und Big, die werden hier langsam warm. Astralis kann natürlich hier ein bisschen runterkaufen. Ist nicht ein kompletter Force-Buy. Aber durch den Loser-Bonus in der nächsten Runde können sie jetzt eben ein paar Pistols kaufen. Nochmal eine Weste kaufen. Und eben nochmal zwei Smokes, drei Flashes und ein Molotov. Und es wird den Bego geben. Wieder ähnliches Setup. Tapsen am Graveyard. Und Legia soll eigentlich eher Anti-Flash stehen. Ah, Legia steht ein bisschen zu offen da. Jetzt der Bego. Was kann hier Legia holen? Legia wird weggeflasht. Gegen Flash kommt. Legia kann Anti-Smoke holen, aber Glaive pusht er durch. 7 AP noch bei ihm. Bekommt ihr viel Schaden von Molotov. Lega mit einem sehr schönen defensiven Molot. Smoke. Kann ja Glaive holen, aber viel Schaden kassiert. Jetzt muss Tapsen aufpassen. Aber Tapsen mit dem nächsten. Und der Spraydown, der sitzt. Tapsen mit den nächsten beiden Kills. Letzter noch Ziplix. Und auch den holt Tapsen. Somit 14 zu 6. Und der B-Hold, der scheint mittlerweile zu laufen. Also ich weiß noch, als ich Big vor ein paar Monaten gecastet habe, war der B-Hold nicht ganz so gut. Da hatten eigentlich Lega und Tapsen öfters mal Probleme, den B gegen einen Rush aufzuhalten. Aber haben ein bisschen umgestellt. Und mittlerweile sieht es auch ganz gut aus. 14 zu 6. Kleiner Boost hier. Und die Weiß. Oh. Die Weiß macht beide Kills. Und Big, sie riskieren es, den Boost zu machen. Aber bleiben bei dem Molotov stehen. Und obwohl Tief den Frag macht. Der Trade hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Will man hier wirklich so die Runde hergeben? Das Problem ist jetzt alles bekannt. Alle Spieler von Big bekannt. 3-on-3. Jetzt der Retake. Bombe kann erstmal gelegt werden. Astralis weiß. Zwei Spieler lang. Einer Banane. Und der A-Spot, der ist erstmal safe. Big hat hier noch einige Molotovs, einige Smokes. Also wir können erstmal viel Raum einnehmen, viel wegsmoken, viel wegmollen. Das Smoke kommt Richtung Pit. Molly Richtung Graveyard. Der ist wichtig. Kierbei muss hier weggehen, in den Pit hinein. Das wird viel Schaden. Hier jetzt geflasht worden. Dupree alleine im Spot. Letzten beiden Spieler im Pit. Lega letzter Mann. Lega gegen Kierbei. Kierbei macht den Frag. 15 zu 6. Und Astralis holt sich den Draw schon mal. Ein Punkt haben sie safe. Das war jetzt die eine Runde, die Big abgeben durfte. Ist eben sehr, sehr bitter, so die Runde herzugeben. Jetzt ein offensiver B-Move. Kierbei pusht hier durch. Oh, Kierbei und die Weiß räumen hier B auf. Und es sieht so aus, als wäre es die letzte Runde. Astralis dürft hier 16 zu 6 die zweite Map beenden.
Noch der Frage der Zeit. Metz Kehrbei kann ja Gop holen. Kehrbei kann Max holen. Nastralis verdient gewonnen auf der zweiten Map. Deutlich stärker gespielt und Big einfach chancenlos gewesen auf der T und eigentlich auch fast auf der CD-Seite. Ja, ich meine, passiert einfach. Ich würde sagen, man kann wie gesagt froh sein, dass man eben eine Map gewinnen konnte in der Overtime. Astralis sind sehr starke Gegner. Und was ich auch schon vorhin erwähnt habe, ich glaube einfach, man war sehr stark ausgelaucht. Ausgelaucht? Ausgelaucht vielleicht auch. Also ich bin immer ausgelaucht. Aber ich glaube, Big war ausgelaucht. Nach der ersten Map einfach.